Okay. Ich frage mich, ob das unangenehm ist, da den ganzen Tag rumzuschweben. Crow ist der treueste Freund, den ich jemals hatte. Vergiss ruhig, mich zu bitten, mit dir zu kommen. Ich mag diese riesigen Lichtpfeiler nicht. Da ist es nie sicher. Das stimmt allerdings. Er ist natürlich ein bisschen gemein unseren Freunden zu Hause in Stark gegenüber, die uns wirklich seit Jahren nicht vergessen haben und einfach immer noch nach uns suchen. Aber ja, die Krähe hat uns schon viel begleitet, das stimmt. Aber Emma und Charlie haben uns auch nie vergessen. Diese Blumen sind so schön. Na gut. Ich glaube, um sie muss ich mich hier nicht. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Spannendes ist. Gehen wir hier mal hoch. Wird ja wahrscheinlich noch derselbe Wächter sein wie damals, oder? Moin. Wenn ja, hat er sich etwas verändert. Hintern. April, ich bin erfreut, dich zu sehen. Erfreut und erstaunt. Ich bin ebenfalls überrascht, dich hier zu finden, Gordon. Wie ist es dir ergangen? Ich weiß nicht. Dieser Ort. Ich bin sowohl ein Teil als auch getrennt von ihm. Ich bin nicht mehr, was ich war, obwohl ich blieb, was ich einst gewesen bin. Es gibt eine natürliche Dichotomie in der Balance. Positiv und negativ. Realität und Traum. Sein und Nichtsein. Das klingt verwirrend. Ich beneide dich nicht um deine Rolle. Du stehst mitten auf einer sehr verkehrsreichen Kreuzung. Ich kenne keine andere Form des Seins mehr. Ich erinnere mich. Aber meine Erinnerungen fühlen sich an, als gehörten sie jemand anderem. Nun, April, kommst du mit Fragen zu mir? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es geht etwas vor sich mit den beiden Welten und ich muss wissen, was du darüber weißt. Du hast recht. Etwas berührt die Balance zwischen den Zwillingswelten. Träume, Fäden, die sich durch die Zwischenwelt winden. Aber die Balance bleibt unbeeinflusst. Träume sind schon immer zwischen den Welten von Stark und Arcadia geflossen. Auf diese Weise blieben die Welten miteinander in Kontakt. Und Magie und Wissenschaft bleiben untrennbar miteinander verbunden. Die Gesetze der Natur und des Universums sind stärker als das Raffinement der Zwischenwelt. Also ist es nichts Bedrohliches? Keine wirkliche Gefahr? Ich weiß nicht, April. Es gibt Kräfte, die weit stärker sind als die Balance und die hier am Werk sind. Der Stoff des Kosmos ist aus Träumen gewebt. Noch liegt meine Verantwortung allein bei der Kanalisierung der Energien zwischen Stark und Arcadia, zwischen Wissenschaft und Magie. Und du weißt überhaupt nichts über diese Träume? Doch. Deine Rolle in diesen Ereignissen nähert sich dem Ende. Du bist nicht diejenige, die in dieser Zeit die Dinge korrigieren könnte. Ich? Oh, also nicht. Das ist ja mal angenehm, oder? Und wer kann es dann? Zoe. Es liegt nicht in meiner Macht, das zu sehen. Dein Schicksal war immer mit der Balance verbunden, April. Ich kann nur sehen, wo unsere Pfade sich kreuzen. Aber ich kann nicht in das Traumreich hineinsehen. Das Traumreich? Hm. Was ist das? Der Ort, an dem alles beginnt. Du, ich, dieses Reich, die Zwillingswelten. Zeit, Materie, der Kosmos. Alles. All das beginnt im Traumreich. Du stellst dich dumm. Du weißt, dass ich es hasse, wenn sich jemand dumm stellt. Tut mir leid. Mehr als das weiß ich nicht. Du bist frei. Geh und lebe dein Leben. Lass die Vergangenheit ruhen. Das hat er jetzt gar nichts gebracht hier. Für dich mag es einfach sein, das zu sagen. In deiner Existenz liegt Sinn. Aber ich bin nicht die, die ich dachte zu sein. Ich habe ehrlich keine Idee mehr, wer ich bin. Jeder sagte mir, ich wäre wichtig und dass ich gebraucht würde. Dann, eines Tages, war das vorbei. Ich hatte mich einfach verloren. Also sag mir nicht, ich wäre frei. Sag nicht, ich solle mein Leben leben. Was weißt du schon? Du hast eine Bestimmung. Das haben wir alle, April. Du hast nur deine noch nicht gefunden. Aber darum geht es nicht. Lass es einfach sein. Okay, es reicht. Ich lasse das jetzt einfach sein. Und es gibt nichts, was du mir noch sagen könntest? Nur, was ich spüren kann. Träume fließen von Stark nach Arcadia. Jedoch nicht in die Gegenrichtung. Ah ja. Ein kleines Rinnsal, das zu einem reißenden Fluss werden kann. Die Doch Dreamer. Das betrifft nicht die Balance. Also betrifft es auch mich nicht.
Ich schätze, das sind gute Nachrichten. Danke. Übrigens, mir gefällt, was du mit dem Ort gemacht hast. Das stimmt. Danke. Besser als vorher. Gute Reise, April. Hat er sich schön hier eingerichtet, nicht? Ah ja, und dann schwebt er wieder nach oben und hängt da jetzt weiter rum. Ja, also keine Ahnung, ob ich da jetzt Bock drauf hätte, das den ganzen Tag zu machen, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht wirklich gut, dass ich am Ende doch nicht der Wächter war. Ich dachte, man hat ja so ein schrulliges Wächterhexenhäuschen irgendwo auf so einem Planeten halt. Und sein Türmchen da. Und dann chillt man da den ganzen Tag und ist ab und zu ein bisschen weise. Und kriegt ab und zu auch mal Besuch. Aber hier den ganzen Tag auf so einer Ruine rumschweben, weiß ich nicht. Klingt für mich jetzt eher öde. Dann noch den Pipi-Mann verlieren und einfach die ganze Zeit nackt sein. Weiß ich nicht. Wo ist... Ah. Lass uns gehen. Ja. Nun? Hast du gefunden, wonach du suchtest? Nicht wirklich. Ja, habe ich. Bestens. Ich liebe Happy Ends. Oh, ein weiteres Abenteuer bestanden. Gut gemacht, Partner. Zeit, heimzukehren und uns ein Sandwich und ein eisgekühltes Bier zu gönnen. Warum habe ich das Gefühl, dass wir in irgendwas reinstolpern jetzt? In irgendwas, mit dem wir nicht rechnen, wenn wir heimkommen? Entweder das Portal führt uns doch nicht nach Mercuria, sollen wir anders hin? Mercuria. Oder wir kommen doch in der Stadt an, aber in eine Situation, mit der wir nicht gerechnet haben. Vielleicht ist irgendwas passiert, vielleicht haben hier die Eroberer irgendwie, sind die vorangekommen. Du trinkst mal eisgekühltes gucken. Bier? Ich dachte, du magst keinen Alkohol. Ich habe Geschmack daran gefunden und ich liebe es, betrunken und für meine Taten nicht verantwortlich zu sein. Aber man macht keine Eiswürfel in Bier. Gut. Na, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Warum wird hier jetzt noch so verdächtig rausgezoomt? Ich meine, vorher fliegt einfach der Turm in die Luft. Der Felsen erinnert mich übrigens an König der Löwen. Hm. Ja. Habe ich mir das eingebildet, dass das so rot wurde? Sorge dich nicht wegen der Droge. Sie wird dir nichts tun. Es ist ein mildes Sedativum und Halluzinogen. Es wird dir helfen, einzuschlafen und zu träumen. Ich bin kein großer Fan von Drogen. Ich auch nicht, aber dieses Mal brauchen wir es für den Dreamer. Wir arbeiten, ich meine, wir haben daran gearbeitet. Das wird überhaupt nicht wehtun. Hm. Au. Ich fühle mich schon schläfrig. Warte, ich hole den Dreamer. Ich bin so müde. Ich weiß, du wirst in weniger als einer Minute eingeschlafen sein. Damien? Ja, Zoe? Verlass mich nicht. Na? Das werde ich nicht. Ich bin hier, wenn du wieder zurückkehrst. Oh. Was hast du gesagt? Boom. Seltsames Teil, ne? Oh. Finde April Ryan. Zoe. Rette sie. Rette April Ryan. Finde April Ryan. Rette sie. Dieser Ort. Schon wieder. Ich muss das Mädchen finden. Ich muss aber kurz sagen, dass es eine Sache gibt, die ich mich gefragt habe, und zwar... Weil wir jetzt die ganze Zeit ja eigentlich noch Reza suchen und ihn einfach nicht finden. Und jetzt halt diese, ja, Liebesbeziehung oder, ne, mit dem anderen Kerl eingegangen sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Reza nicht mehr finden würden oder nicht mehr sehen werden. Dass wir da keine Chance mehr haben. Also entweder Reza ist tot. Und was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass Reza vielleicht ursprünglich aus Arcadia kam. Und vielleicht nur für irgendeine Mission hier das Aufdecken und so dann hier bei uns war. Dass er vielleicht ein anderes Wesen ist und gar kein klassischer Mensch. Aber wir werden es hoffentlich herausfinden.
könnt mir gerne mal eure Theorien sagen. Finde ich nur, wenn ihr die Story noch nicht kennt, ne? Ach ja. Moin. Du! Ich habe sie gefunden. Ich habe April Ryan gefunden, aber... Du musst sie retten. Ich kann... Wer bist du? Was bist du? Doch die junge April Ryan wahrscheinlich, oder? Zoe, bitte. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Es geht ihr gut. Sie muss nicht gerettet werden. Finde April Ryan, rette sie. Oh, die ist wütend. Okay. Whoop. Eieiei. Konvergenz. Ach, wen haben wir denn da? Das ist ja auch jetzt schon ein bisschen her wieder. So, und er meint jetzt, er ist gut untergetaucht. Ich weiß ja nicht. Oh, shit. Komm nur ran. Wir haben lange nicht mehr gekämpft. Wen haben die denn da in der Ecke stehen? Der andere ignoriert uns total, oder wie? Ah, ne. Das oben ist unsere Leiste. Was ist jetzt mit dir da? Eure Göttin kann euch hier nicht... Huch! Oh, ne. Ich bin in der Ecke. Warum hat der eine weibliche Stimme? Ihr seid fern von eurer heiligen Stadt, Azadi. Glaub nicht, dass es hier... Ich sag mal, die wehren sich immerhin nicht wirklich. Au. Ich hab nichts gesagt. Hallo, ich hab im Block hier... Hallo! Also jetzt reicht's aber. Jetzt aber frech. Ich hab... Hallo, kannst du mal richtig anvisieren? Ich blocke vor allem auch die ganze Zeit. So, ist jetzt auch noch getreten aus Disrespect. Komm her, ich will dich treten. Ja. Das hat ja nicht so gut geklappt jetzt hier beim zweiten. Na gut, jetzt war ich zu spät, das gebe ich zu. Oh, okay. Die Angriffe von oben kommen dann einfach durch. Der greift auch einfach nur an. Der hat keine Ausdauer, die weggeht. Der greift einfach nur an. Also der zweite hat einen komischen Kampfstil. So, wer bist du jetzt hier? Bitte nein, schlag mich nicht mehr. Bitte. Beantworte meine Fragen. Und ich verschone vielleicht dein Leben. Wow. Ich sage euch alles, was ihr wollt. Aber bitte schlagt mich nicht mehr. Dann schieß mal los. Aber wie gemein. Skorpion. Ich will alles über den wissen, den man den Skorpion nennt. Der Skorpion? Das ist doch nur eine Legende. Eine Legende, die hunderte meiner Brüder ermordet hat. Hey, wartet! Ich weiß nichts davon. Ich habe niemandem wehgetan. Ich wiederhole nur, was mir gesagt wurde. Mhm. Ich möchte euch helfen. Ja, wirklich. Aber wenn ihr diesen Skorpion finden wollt, müsst ihr jemand anderen fragen. In Ordnung? Sag mir alles, was du über die Rebellen weißt. Ich bin nur ein ehrlicher Geschäftsmann. Ich weiß rein gar nichts über... Dein Leben hängt an einem seidenen Faden. Wow, wir sind also echt gut, ein Arschloch. Ich hatte ein paar Geschäfte mit bestimmten Leuten, aber nur einfache Geschäfte. Kräuter, Wurzeln, Tränke, Medizin, das war alles. Keine Waffen. Weißt du, wie ich in Kontakt mit diesen Kunden von dir kommen kann? Wenn ich euch das sage, werden sie mich töten. So viel ist sicher. Das sind keine Leute, die mit sich spielen lassen. Das bin ich auch nicht. Wenn du dich weigerst zu reden, werde ich dich aufhängen und dir ein Messer in den Bauch rennen, bis du redest oder deine Innereien auf den Boden verspritzt. Okay. Seht, ich habe doch gar kein Problem mit euch oder euren Leuten. Ich sage euch alles, was ihr wissen wollt. Wirklich alles. Na, das ist einer von uns. Ich habe eine Nachricht für euch. Welche? Wir haben eine Rebellenhexe gefangen. Oh nein. Sie benutzte Magie und sie widersetzte sich der Gefangennahme. Sie wurde oben in Friar's Keep eingesperrt. Oh, das ist doch bestimmt die eine aus der Gruppe. Im Osten der Stadt. Ich kann euch hinführen, Apostel. Nein, ich werde es finden. Und ich gehe sofort. Vielleicht hat diese Hexe etwas mit dem Skorpion zu tun. Pass auf diesen hier auf, Soldat. Er besitzt wertvolle Informationen, die er großzügigerweise mit uns teilen will. Bring ihn zum Turm und warte dort auf mich. Jawohl, Herr. Okay. Ja, gut. Oh, das ist bestimmt die eine... Er hat tapfer gekämpft, aber er war kein Gegner für mein Schwert.
Die Göttin führte mich zum Sieg. Und der andere? Kein Leben wird grundlos genommen. Ich tue nur, was die Göttin mir befohlen hat zu tun. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo das Gefängnis ist. Ich laufe jetzt einmal ein bisschen rum, würde ich sagen. Was ist denn das für ein kleiner? Das ist ein Tier. Keine denkende, fühlende Person. Wow, wie gemein. Sieht ein bisschen aus wie ein Banda. Unsere Lehren sprechen in dieser Sache eine eindeutige Sprache. Kaufen Sie hier Ihre maritimen Gegenstände. Alles, was der engagierte Seefahrer nur braucht. Okay, das ist sehr lustig. Was haben wir hier? Ja. Es sieht wie ein Wesen halb Mensch und halb Tier aus. Es ist sicher nicht der Wille der Göttin, dass ich solch ein Ding mit den Reinblütigen vermische. Hä, das ist doch der von unten. Ich dachte, ihr Leute würdet euch niemals allein hier hereinwagen. Wow, also, ich sag mal, viele von den Völkern hier sind uns fremd, oder was? Ihre Haut ist blau. Aber sonst sieht sie wie eine Frau aus. Lasst uns in Ruhe. Wir haben euch nie etwas angetan. Sie, dieses Ding, sie ist offensichtlich weiblich. Eine Frau. Ihre Eigenschaften können nicht menschlich sein. Aber sie ist attraktiv. Alter Lustmolch. Ihr alle wünscht euch, wir wären einfach fort und verschwunden. Nicht wahr? Können wir hier hoch? Als ob man dann hier einfach hoch kann und hier ist dann aber nichts. Aber cool trotzdem irgendwie. So, was mit der blauen Flamme? Das ist Magie. Da bin ich sicher. Doch es fühlt sich warm an. Kauft hier eure maritimen Gegenstände. Kann ich hier hoch? Nee. Oh. Pass auf, Junge. Oh, das ist er. Ich kann nicht glauben, dass du noch festgehalten wirst. Die Vorräte sollten seit 2 Tagen mit dir zusammen unterwegs sein. Frag mich, ob er der Skorpion ist. Ohne eine korrekte Erlaubnis gibt es keine Möglichkeit für unser Schiff, den Hafen zu verlassen. Wenn wir irgendetwas tun, das Verdacht erweckt. Ich weiß es, Chuan. Das ist ja gerade das Schlimme. Der Plan war, dass du dich bereits auf halbem Weg stromaufwärts befindest. Wir reisen diesen Nachmittag ab. Alles ist nun in Ordnung. Die Soldaten werden uns nicht noch weiter aufhalten. Ich hoffe, du hast recht. Alle warten auf die Medikamente und die... April! Dieses Mädchen, Zoe. Ich habe sie gesehen. Sie wurde von den Asadi gefangen genommen. Oh, sie wurde gefangen genommen. Was? Scheiße. Wo? An diesem Ort, von dem du mir erzählt hast. Friar's Keep. Ist das nicht, wo die Asadi die Rebellen foltern? Warum haben sie dorthin gebracht? Glaubst du, sie wird etwas über uns verraten? Ich glaube nicht. Was soll sie ihnen schon erzählen? Sie weiß doch nichts über uns. Naja, wo ihr seid, Wir vielleicht? Müssen ihr helfen. Sie hat sonst niemanden. Ich weiß. Du musst mir das nicht sagen. Ihr zwei, macht euch bereit, um abzureisen. Wir können die Abreise nicht noch länger hinauszögern. Was? Ist das ein Scherz? Wann beabsichtigst du, uns wieder auf eine Mission zu schicken? Du hast bereits eine Mission, Bryn. Eine sehr wichtige. Wenn du die Vorräte nicht in den Sumpf zurückbringst, sterben die Menschen. Ich werde euch zu Hause sehen, Jungs. Eine sichere Reise. Und bewacht die Vorräte gut. Warum ist sie so? Weil ihr viel im Kopf herumgeht. Ich weiß, ihr geht immer viel im Kopf herum, aber so war sie noch nie. Da gibt's etwas, worüber sie uns nichts erzählt, da bin ich sicher. Es geht uns nichts an. Und sie ist in Ordnung. Wir haben immer noch eine Mission zu erfüllen. Komm, wir müssen zum Hafen. Der Papierkram muss jetzt erledigt werden. Wir müssen endlich mit dem Boot aufbrechen. Einen Moment. Ich bin hier, um... Bitte, einen Moment. Entschuldigung, der Staub hier ist nicht gut für meine Lungen. Ja? Kann ich euch helfen? Ich repräsentiere den Turm. Ich hörte, ihr habt eine Gefangene. Oh, wir verwenden dieses Wort hier nicht. Sie sind unsere Gäste, bis eure Leute kommen, um sie mitzunehmen. Ich wünsche, mit dieser Gefangenen zu sprechen. Ich verstehe. Darf ich also annehmen, dass ihr all die erforderlichen Papiere besitzt? Oh Gott. Die Abgesandte verlangt, dass ich mit der Gefangenen spreche. Jetzt sofort. Ich werde niemals diese eklatante Missachtung von guten bürokratischen Prozessen verstehen. Er ist so deutsch. Aber wie ihr wollt. Wache, wenn ihr erlaubt. Oh.
ist wer? Hier ist sie. Alles ist bereit, um sie zu verhören. Ich muss allein mit ihr reden. Verzeihung? Nein, nein, so machen wir das hier nicht. Die hiesigen Gesetze kommen zur Anwendung und sie sind eindeutig. Während Vernehmungen muss ein Unabhängiger anwesend sein, um die Legalität des Aussageprozesses zu gewährleisten. Und ich bin ein Unabhängiger. Die Regeln kommen doch aus Stark, oder? Der Tom wird von deinem Verhalten erfahren. Ich bin sicher, dass er das wird. Fahren wir fort. Ich repräsentiere den Turm. Wen? Den Turm. Die höchste Autorität des Azadi-Imperiums in den Nordländern. Ich bin Apostel Alwayn, persönlicher Gesandter der Sechs. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich weiß überhaupt nichts und ich habe auch nichts getan. Das sagt sie ständig. Sie ist ein wenig quengelig, versteht ihr? Bitte, unterbrich mich nicht. Du stehst unter der Anklage, eine Spionin zu sein. Wir werden dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach Sadir bringen, in unsere Hauptstadt, wo du als Spionin angeklagt wirst. Nee. Aber ich bin keine Spionin. Was bist du dann? Eine Hexe? Man hat dich bei der Ausübung von Magie beobachtet. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich bin einfach nur an einem ziemlich unschönen Ort gelandet. Drei Soldaten sahen, wie du dich aus dem Nichts heraus mitten auf einem Marktplatz manifestiertest. Wenn du keine Hexe bist, wie hast du das dann tun können? Jemand anderer hat mich hierher geschickt, nach Makuria, meine ich. Ich stamme aus dem Süden. Ich bin keine Spionin und auch keine Hexe. Ich verstehe. Ich glaube dir. Ich werde mit dem Aufseher sprechen und vielleicht entlässt er dich. Das ist alles, was ich tun kann. Als ob du mir jetzt einfach so schnell glaubt. Lassen Sie mich etwa hier zurück? Etwas anderes liegt außerhalb meiner Befugnisse. Es tut mir leid. Das ging besser und leichter als gedacht. Ich vermute, sie wird in das nächste Luftschiff in Richtung Sadir verbracht, nicht? Ich glaube nicht, dass sie eine Spionin ist. Oder eine Hexe. Macht eure Meinung einen Unterschied? Schuldig oder nicht? Sie gehen alle übers Meer, um geprüft zu werden. Oder nicht? Ich denke, sie sollte freigelassen werden. Nein, nein, nein. Das ist völlig, völlig unmöglich. Sie wurde meiner Obhut überlassen und darin soll sie auch bleiben. Bis sie nach Sadir geschickt wird. Ich mag ihn doch nicht mehr. So will es das Gesetz. Und hier in Friar's Keep halten wir uns an das Gesetz. Buchstabengetreu. Ich fürchte, ich kann sie nicht freilassen, nur weil ihr denkt, sie wäre unschuldig. Auch diese Sache werde ich dem Turm berichten. Das solltet ihr auch tun. Dann guten Tag. Meine besten Empfehlungen an den Turm und eure, Herrin. Naja, also immerhin steht er zu seinen Prinzipien und bleibt denen treu, ne?